Willkommen zurück zu Visage oder wie man es, glaube ich, richtiger ausspricht, Visage. So, damit wir das auch mal geklärt haben, ich glaube, so spricht man es richtig aus. Ich als Wahlengländer und Amerikaner weiß das natürlich. Es geht weiter. An der Stelle gleich vorab erstmal vielen Dank an alle, die diesen Wahnsinn hier immer noch mit mir durchstehen. Ich freue mich total, dass ich das spielen darf. Belastet mich überhaupt nicht. Macht total Spaß. Nee, wirklich. Es ist großartig. Eieiei, das sieht ja gut aus. Auf jeden Fall danke an alle, die hier immer fleißig Daumen geben, kommentieren und so weiter. Danke. Danke an alle. So. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Das ist ja mal was Feines. Die braucht bestimmt Batterien. Und da haben wir Hände. Am besten nimmst du den Schlüssel und die Taschenlampe auf, bevor du da durchgehst. Ah, da ist noch ein Schlüssel. Ei, Okay. Entlassungsflügel. Okay, entlassen ist immer gut. Ich will hier ja schnell raus. So, da ist irgendwas rausgekommen und da reingegangen. Also ab in... Das klemmt auf einmal. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Also zurück. Die Musik, die Hintergrundmusik wird immer bedrohlicher. Der Entlassungsflügel. Es gibt hier keine Map. Ich muss gestehen, ich habe jetzt 2 Tage, glaube ich, nicht gespielt. Man ist ja dann immer sofort wieder raus. Es klemmt auf jeden Fall alles. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Kann man die Lampe an- und ausmachen? Ja. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die jetzt unendlich leuchtet oder ob wir da Batterien für brauchen. Das wäre ja fatal, wäre das. Es wäre fatal. Also nach wie vor, auch wenn ich mich hier auch immer ordentlich erschrecke, aber das Mädchen fand ich noch ein bisschen gruseliger. Ach, man kann das Ding schieben. So, weiter geht nicht. Ja, Mensch, Hallöchen. Wird auch seine Gründe haben, warum wir eine Taschenlampe haben. Hier ist es nämlich dunkel wie im Bärenarsch. Da wird gespeichert. Und die können wir jetzt aufschließen. So. Geräuschkulisse ist so krass. So, warte mal. Wir müssen zum Entlassungsflügel. Beziehungsweise, wir haben ein Fenster gesehen mit, hier ist auch so ein Dreckfleck, mit... Ach, das waren wir. Da sind wir rausgekommen. Das Fenster mit den Exit-Schildern, das suchen wir. Da, hier waren wir bisher auch noch nicht drin, weil es hier so dunkel war und ich Angst hatte. Also wir müssen das Exit-Fenster finden, das wird uns überall angezeigt. Ich würde mir gleich gerne einen Bonschen reinhauen. Ich habe so ein bisschen... Indeed. Ich hab so ein bisschen Kratzen im Hals. Momentan. Kein Corona. Aber irgendwie den Halswund geredet. Vom vielen Schreien in diesem Spiel wahrscheinlich. So, ich glaube, wir müssen einfach Richtung Exit. Das wird wahrscheinlich des Rätsels... Oh Gott. Das ist bestimmt alles nicht gut. Das ist verschlossen. Das ist einfach auch... Es ist einfach verschlossen. Die Tür ist nicht verschlossen. Doch, die Tür ist verschlossen. Hä? Okay. Gehen wir nochmal ins Schwesternzimmer. Da ist aber auch nichts. Da! Ich sehe was.
Baby. Mich wundert es gerade ein bisschen, dass wir nicht auf die Psychostation kommen. Das wäre... Oh! Das wäre doch eigentlich ein super Aufhänger. Hinterher! Ich glaube auch, das Spiel war ja lange im Early Access gewesen, hatte da 3 Kapitel gehabt. Also das ist jetzt so ein kleiner, nur Mini-Spoiler, kein großer Spoiler. Es hatte 3 Kapitel im Early Access und zur Release-Fassung. Bye bye. Oh, knack. Ist ein 4. Kapitel hinzugekommen. Ich glaube, das hier, das im Krankenhaus, ist das 4. Kapitel. Weil die anderen Kapitel, die spielen, glaube ich, alle im Haus. So. Mein Verstand nimmt rapide ab, aber ich habe ja auch gar... Ich habe doch nichts. Ich habe... Ach doch. Ach krass, warte mal. Wir sind zurück, wir sind im Haus. Das ist hier, das ist der Essraum. Das hier ist der Raum mit dem Fernseher. Ach du lieber Himmel. Okay, es gibt nur einen Weg. Ich muss mal eben gucken. Ja, meine Stimme hört man. Es gibt nur den Weg runter. Oh, das sieht ja einladend aus. Da sind wieder Augen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Da geht's auch wieder in die Anstalt. Okay. Die ganz bösen Gruselgeräusche sind weg. Wir gucken mal wieder hier in die Kühltruhe. Ah, verdammt, jetzt habe ich... Das ist ein bisschen doof, wenn du was in der Hand hast und dann nicht akkurat irgendwas triffst, dann benutzt du das, was du in der Hand hast. Gehen wir mal hier lang. Mhm. Okay. Wir versuchen, so gut es geht, Feuer zu sparen. Aber hier sind wir ja wieder auf diesem Rundlauf. Also hier kann ja eigentlich gar nicht so viel... Doch, da ist ein Auge. Da ist ein Auge im Bild. Und da ist das Auge weg. Ich könnte mir vorstellen, es waren 2 Augen auf der Tür. Wir hatten doch schon mal sowas gehabt. Und da mussten wir auch ein Auge zudrücken. Öfter mal ein Auge zudrücken und dann hat sich die Tür geöffnet. Ich vermute, dass sich das hier wieder ähnlich verhält, dass wir irgendwo 2 Augen drücken müssen. Und dass sich so dann die Tür... Es ist mit Sicherheit nicht gut. Egal was es ist nicht gut. Ich sehe das 2. Auge. Oh. Junge, Junge, Junge. Das ist schon wieder ganz schön anstrengend hier. Kann man nicht anders sagen. Beunruhigend. Oh. Okay, wir sind wieder zurück im Krankenhaus. Das war wohl nichts mit dem Exit. Also. Und ich frage mich, was das da für ein Dreckfleck ist.
Da hatte jemand sehr eisenhaltiges Essen. So, da sind wir wieder. Das ist... Okay. Der eine Raum gerade war zu. Das ist alles zu. Warte mal, der hat sich da an die Tür gelehnt. Das gucken wir uns an. Die ist aber dicht. Na, dann kommen wir eventuell ja doch noch in den Genuss der psychiatrischen Station. Ich habe jetzt gerade wenig Bock, in diese dunklen Räume zu gehen, weil ich... Okay, Erstickungsgeräusche ist immer ein Zeichen dafür, dass das gerade nicht so gut war. Okay, aber es hat gerade gespeichert, das ist schon mal ganz gut, also können wir es nochmal versuchen. Mir fällt gerade ein, dass ich mein OBS nach dem Stream noch gar nicht wieder bitrate-technisch hochgezogen habe. Ich hoffe, dass das hier alles in guter Qualität aufgenommen wird. Müssen wir mal gucken. Ansonsten jetzt mal eine Folge in Streamqualität. Aber ich sehe genauso scharf aus wie immer. So. Genug gewitzelt. Da will ich jetzt irgendwie... Ich meine, man könnte noch mal versuchen, da durchzukriechen, weil da hinten sieht man Licht. Und es ist ja auch ein kleiner Weg da durch. Ich muss es noch mal ausprobieren. Die Typen einfach nicht angucken. Schlüssel mit Treppensumpf. Ich weiß, wo man es gebrauchen kann. Und das da. Okay. Ich glaube, wir dürfen diese Typis hier einfach nur nicht anschauen. Ich drehe mich auch nicht um. Ich drehe mich einfach. Eieiei! Oh, jetzt auch noch Stress oder was? Nimm den Schlüssel. Sieh zu. Hui, das war jetzt aber, das hat mich ein bisschen gestresst auch. Oh, oh, Alter, was ist denn jetzt los? Ruckel, zuckel. Okay, dieses Mal nehmen wir einen anderen Ausgang. Könnte mir aber gut vorstellen, dass wir da gleich noch eine dritte Runde durchmachen müssen. Falls wir jetzt wieder zurück ins Haus kommen. Irgendwie, das Spiel ruckelt gerade ganz schön hart. Ich weiß nicht warum. Okay, wir haben Basement Staircase, das Atrium, die Cafeteria, Outpatient Clinic und Emergency Entrance. Da kommen wir natürlich nicht durch. Und da eh alles zugestellt ist. Ja, das war klar, dass das dicht ist. Warte mal, Telefon können wir auch nicht benutzen, weil wir keine Coins haben. Das Gute, also Glück im Unglück sozusagen, ist, dass das Ganze hier recht linear ist. Also man kann sich eigentlich nicht so großartig verlaufen. Ey, durch diese Geräusche, ich weiß nicht, wie gut das im Video rüberkommt. Man hat immer das Gefühl... Da ist eine Tür aufgegangen. Man hat immer das Gefühl, dass irgendjemand neben einen läuft. Also es hört sich die ganze Zeit, aber auch schon in den vorigen Folgen, auch im Haus, immer so an, als ob das nicht nur meine Schritte wären beim Laufen. Da können wir rein.
Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Dass man da in irgendeinen stockfinsteren Raum rumlaufen muss. Ich denke echt, wir müssen hier einfach nur den Gang folgen. Oder dahin. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Tapzer. Follow-up of patient number 9 on request from Smith Walter. Patient name, Raken Almutala. Gender, male, age 28. After Raken's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here for a while. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. Wer kennt's nicht? He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations. He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, he has been transferred to the psychiatric wing. He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. Okay. Dafür gab es eben gerade sogar ein Achievement, also muss man das Ding hier nicht unbedingt finden, denke ich mir mal. Und laut dem, was wir gerade gehört haben, werden wir, wie ich es mir fast schon gedacht habe, früher oder später noch in den Genuss kommen, in die psychiatrische Abteilung zu gehen. Das sollte nicht passieren. Warte mal. So. So viel zum Thema, es ist noch alles wie im Stream eingestellt. Hululu. Kleiner Jumpscare von mir eingebaut. So. Auf jeden Fall danke fürs Mitschlecken. Dankeschön. Wer es noch nicht gemacht hat an der Stelle, ich bin in letzter Zeit auch wieder öfter auf Twitch online. Einfach so zum Zocken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mir da ein bisschen zugucken wollt, gerne bei Twitch einen kleinen Follow dalassen und dann gucken wir mal, was noch so passiert. Vielleicht ja auch mal so ein Horrorspiel hier in live. So, wir haben den Schlüssel zur Kellertreppe. Oh, du... Eieiei. Eieiei. Oh, ich krieg Hunger. Auf Hotdogs von Ikea. Eieiei. Wo müssen wir denn hin? Oh, ist das ekelhaft. Ich glaube, den können wir nicht loswerden. Und ich glaube, ich muss an ihm vorbei. Das war unschön. Ich glaube, ich habe eben gesehen, wo es lang geht. Ich glaube, wir müssen, da war diese Tür in das Atrium rein. Ich glaube, die kann man nehmen. Gucken wir uns nochmal an. Es wird hier ja ein Autosave irgendwo in nächster Nähe sein. Den schauen wir uns nochmal an und dann geht's hier weiter. Ah, meine Herren. Ich weiß heute nicht, wie ich sitzen soll. Irgendwie ist das alles heute, das ist alles nicht bequem. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für einen neuen Stuhl. Jo! Und Vollgas, so. Man kann hier auch so schlecht sehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da lang müssen. Kampfgeräusche. Okay, er ist weg. Das erinnert mich hier gerade irgendwie an Resident Evil 3, das Remake. Da gab es auch so ein Atrium, wenn ich mich recht entsinne. So. Was? Wo? Von wo kommt der? Von Achtern bestimmt. Bestimmt von Achtern. Eieieiei.
Immer dem Licht nach. Immer dem Licht nach. Wir haben einen Kellerschlüssel und der hat nur eine Krücke. Da können wir nicht durch. Mach zu die Tür! Ach, wie beruhigend, das Licht flackert. Okay. Warum kann ich damit nicht interagieren? Jetzt. Ich gehe mal davon aus, da bis jetzt alles so linear war, dass wir einfach hier zu der beleuchteten Tür müssen. Oder auch nicht. Aber jedenfalls grob in die Richtung. Grob in die Richtung war richtig. Können wir hier mal ein bisschen gucken. Da haben wir einen Schlüssel, Kontrollraum. Ich würde gerne speichern. Die Tür ist offen. Und, ach, da ist ein Schrank umgefallen. Und natürlich, über diesen Schrank können wir nie im Leben drüber. Da muss man realistisch bleiben. Aber da können wir reinsteigen. Ach, die Taschenlampe war am Klemmen. Erfreulich. Ich hoffe, dass nicht wieder, dass der Typ gleich nicht wieder hinter uns her ist. Das stresst mich total. Diese Verfolgungsgeschichten. Das ist nicht schön. Tür geht nicht auf. Gut möglich, dass eine Magnetkarte das Ganze entsperrt. Wir haben noch den Schlüssel für den Kontrollraum. Den müssten wir vielleicht mal finden. Haben wir doch, ne? Ja. Zu. Das war eine Tür, die vorher geklemmt hat. Warte mal. Das ist das Treppenhaus, durch dem wir reingekommen sind. Klemmt. Klemmt. Ist hier irgendwo eine Tür, die verschlossen ist, eventuell? Muss doch irgendeinen Sinn haben. Dass man da nicht rübersteigen kann, ne? Auch total bescheuert. Oh ne, ich habe keinen Bock nochmal durch den ganzen Kellergang da. Dann gehen wir lieber hier zurück. Nach oben macht, glaube ich, keinen Sinn. Dann können wir lieber hier nochmal suchen. Das war doch schon wieder eine Tür. Die klemmt. Die klemmt auch. Die klemmt auch. Da sind wir raus. Control Room. Tja, so einfach kann es gehen. Ich mach mal... Oh, nein. Bitte, danke. Mach mal die Tür ganz auf, falls wir gleich nochmal irgendwie verfolgt werden oder so. Das ist das Fenster. Auf der anderen Seite waren wir eben schon. Die Tür ist dicht. 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 Okay, das ist keine Magnetkarte. Warum können wir den Stuhl aufheben? Was hat das schon wieder für eine Bewandtnis? Fallen lassen. Können wir aber einen Knopf drücken. Es scheint, als wäre etwas in der Nähe ausgeschaltet worden. Alter, die Soundkulisse, ey. Halleluja. Irgendwas ist aus.
Eben hat man hier noch... Oi, der Daus! Holy fuckness! Oh, bisschen so wie auch wieder Resident Evil. Der Hund damals im zweiten Teil, der durch die Scheibe geschmettert ist. Der hat mich auch fast getötet. So, his fuckness ist wieder unterwegs. Wir gehen jetzt nochmal hier lang. Weil hier war doch eben immer so ein Gerödel zu hören. Und hier konnten wir vorher auch nicht rein. Das klemmt. Kein Plan, wo das hier hinführen soll. Klemmt. Die letzte Tür natürlich. Vielleicht hier irgendwo in der Wäsche. Ah, die Trockner sind ausgegangen. Warte mal. Wir können den Stuhl hier mal eben wegpacken. Da war nichts drin. Das Ding hier vielleicht. Jo, das scheint was zu sein. Wir haben die Magnetkarte. Ich hätte mal genauer drauf gucken sollen, wessen Magnetkarte das jetzt war. Ich befürchte übrigens das Schlimmste. Diese engen Gänge hier. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der Fahrstuhl war. Warte mal, da hinten durch ging es ja einfach nur in diesen Kellergang. Also ist hier schon mal richtig. Da hinten war der irgendwo. Hier ist er. So. Bip, bip. Na, was soll's? Muss ich mir jetzt ein Stockwerk aussuchen? Irgendwie will er nicht interagieren. Warum tut... Oder... Ne, ich habe auch keine Gegenstände mehr. Ach, ach du lieber Himmel. Oh nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Verdammte Axt, beziehungsweise verdammte Krücke, was machen wir denn da? Also wir können die komischen Schleimkörbe da aus dem Fahrstuhl rausziehen. Aber dann kommt der Rakan, oder wie er heißt. Und einen rausziehen und dann auf die Knöpfe drücken, hat nicht funktioniert. Und ich habe überhaupt nicht genug Zeit, um alle da rauszuziehen. Oh Gott, jetzt müssen wir von hier wieder loslaufen. Ich guck gleich mal, ob ich mittlerweile wieder speichern kann. So, warte mal hier und dann da und da hinten müsste der Fahrstuhl sein. Genau. Speichern kann man nicht. Das heißt, wir müssen immer von diesem Punkt aus loslaufen. Pass auf, ich zieh einen raus und renn weg. Okay, die Musik hat aufgehört. Aber das wäre ja jetzt... Das wäre ja anstrengend, wenn wir jetzt jeden Einzelnen da rausziehen müssen und der Typ jedes Mal wiederkommt. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, also machen wir's.
Okay. Ganz schön ekelig. Na, beim letzten kommt er doch bestimmt noch mal, oder? Jo! Nein! Falsche Richtung! Oh. Na, dieses Mal gibt er nicht so leicht auf, also machen wir die große Runde. Ich glaube, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Oh, ich höre den direkt neben mir. Okay, okay, okay. Alles cool, alles cool. Alles wird gut. Hier hätte er uns auf jeden Fall gehabt. Ach Mann, ich glaube, wir können nichts machen. Ich muss irgendwie versuchen, an dem vorbeizuhuschen. Oder ist er da irgendwo unterwegs? Da ist er. Oh, fuck you. Ah! Oh, müssen wir jetzt wieder alle da raus? Ja, ja. Ihr habt's verstanden. Ihr habt's verstanden. Ach, Kacke, ey. Müssen wir jetzt wirklich wieder alle da rausziehen? Oder gab es einen kleinen Zwischenspeicher, nachdem ich ihn das erste Mal abgehangen habe? Das wäre ja nochmal irgendwie ganz nett, wär's, oder? Der Fahrstuhl des Todes. Und die Ladezeiten könnte man nochmal optimieren. Ich glaube, ja, wir müssen nochmal alles von vorne machen, oder? Ja. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Ist, wie es ist. Müssen wir nochmal ran. Müssen wir nochmal ran. Ich glaube, an der Stelle machen wir jetzt erstmal hier kleines Päuschen, meine Damen und Herren. Weil das wird, glaube ich, und da steht es auch hier, Gewichtslimit erreicht oder überschritten. Das wird eine Aufgabe für eine komplette Folge, deshalb gibt es das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Gerne jetzt noch ein Däumchen dalassen oder kommentieren, ein bisschen Liebe dalassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Reingehauen.